Vorgang. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie sieht es mit der Übersicht aus? Zeit ist oben. Also wir haben die Übersicht über die Akte. Ja. So, wie sieht die aus? Da gehen wir noch mal ganz kurz rein. Also wir gehen jetzt einfach in die Übersichten rein. Also wir machen das jetzt nicht hier, sondern wir machen das online. Ja. So, also wir gehen in die Akte rein. Ja. So, machen wir die Akte auf. So, also ihr könnt ihr euch in der Akte, beweg mal dich oben. Also nee, geh erstmal auf Angebote. Auf Angebote, drei Angebote. Also ihr könnt da reingehen, ihr könnt die Angebote. Ihr könnt euch direkt in der Akte, ihr könnt von den Aufträgen, gehst mal in die Aufträge rein. Ja. So, ihr könnt die Aufträge und so weiter, die Rechnung, die wir haben. Geh mal auf die Rechnung. Das ist alles, was wir gemacht haben. Ihr könnt euch frei bewegen und die einzelnen Dokumente in der Akte aufrufen. Und ihr könnt natürlich über Akte, da wo Tobi als allererstes rein wollte, die Übersicht dazu gewinnen. So, was haben wir da alles gemacht? Geh mal bitte genau auf Stammdaten. Ja. So, was haben wir da alles gemacht? Also wir haben mehrere Angebotsvarianten. Ein Angebot hat einen schwarzen Punkt. Der schwarze Punkt heißt, das Ding ist noch nicht im Original gedruckt worden. Wir haben angenommenes Angebot. Gehst du mal mit der Maus auf angenommen. Ja. Und wir haben abgelehntes Angebot. Das ist abgelehnt und das mit dem schwarzen Punkt ist logischerweise auch auf abgelehnt gesetzt worden. So, dann haben wir dazu die Aufträge, zwei Stück, ja, den und den. Ja. So, den Änderungsauftrag, ihr seht, der ist ein bisschen höher als der alte. Ihr seht alles. Ja. Und ihr seht die Rechnung dazu. Ja. Und daneben seht ihr die Konik. Ja, roll mal runter. Das ist das, was alles das System zwischendrin mitprotokolliert hat. Ja, ihr seht da irgendwelche Haken, weil da irgendwelche Infos noch mit zu sind, irgendwelche Rechnungsdokumente mit rangehangen wurden. Ja, wir haben zwischendrin bezahlt, ja, wird alles mitprotokolliert. So, das seht ihr in der Akte drin. So, jetzt gehen wir mal rüber an den Kunden, in die ABC GmbH. So, also das ist die Übersicht nur über diesen einen Vorgang. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die ABC GmbH an. So, die haben hier offene Rechnung, das werden immer mehr. Man muss eigentlich mal die Zahlung austragen. Klar, weil die Schlussrechnung hat sie ja noch nicht bezahlt. So, gehst du mal bitte oben auf die 12.000 Euro. Also sie, guck mal, seit wann ist der Kunde? Seit dem 20.08.21. Das sind die Kunden, die wir lieb haben. Ja, weil in der Zwischenzeit vom 20.08. bis heute, das sind ja gerade mal drei Tage, haben wir, gehen wir eins weiter, haben wir schon 12.300 Euro Umsatz gemacht. Ja. Davon, okay, sind 9.900 nicht bezahlt, aber immerhin 2.000 sind schon mal bezahlt worden. Das ist ja auch schon mal ganz in Ordnung. So, gehen wir mal auf Aktivitäten. Gehen wir mal so, hier seht ihr die ganzen Chroniken, die ihr gerade eben gesehen habt und noch die anderen Chroniken aus den anderen Aufträgen seht ihr mit dazu. Geht mal auf die Aufgaben. So, boom. So, die eine Aufgabe, die wir gemacht haben, Heckenschere besorgen, selbst die Aufgabe ist dem Kunden zugeordnet. Ja. So, gehen wir auf Artikel. Ja, so, boom, das sind alles die Artikel, die wir dem Kunden mal zwischendrin gegeben haben. Gehen wir mal auf Verkauf. Ja, so, Leads haben wir nicht gemacht, gehen wir auf Angebote. So, jetzt seht ihr hier plötzlich, das sind die Angebote, die ihr bekommen habt. Welche Aufträge hat der Kunde bekommen? Boom, boom. So, alles da. Ja, komplett durchdokumentiert. Das System sammelt für euch alles mit. So, das sind die Firmen. So, gehen wir hier mit Abrechner raus. Damit wir hier nicht irgendwas was speichern, gehen wir mal kurz rüber in die in die Artikel. Ja. So, jetzt gehen wir mal, hast du den Weg irgendwo? Genau, Wegpflastern ganz oben, erste Position, so Wegpflastern. Ja. So, da haben wir auch alles drin. Da gehen wir am dritten Tag genauer rein. Ja. So, was haben wir da gemacht? Thema Stücklisten, Dokumente und so weiter. Ja. Okay, gehen wir mit Abrechnen raus. So, da haben wir komplett den Überblick drüber. So, und jetzt gehe nochmal in die Zentrale zurück. Ja, und das, was mich als Unternehmer natürlich immer interessiert, ist, wie steht die Firma da? Also ab ins Cockpit. Ja. So, jetzt rechnet die Firma, wird hier mal durchgerechnet. Ihr seht, okay, auf der Bank sind inzwischen 2.398 Euro. Das ist die eine Überweisung, die durchgeführt wird. Ihr seht in den Forderungen, zweiter Block ist mal den mittleren Block. Ja, seht da die 9.900 Euro, die wir gerade bei der ABC GmbH gesehen sind. Wir gehen mal nach unten. Ja, ihr seht aber, ist alles komplett im grünen Bereich, weil die sind im Stapel fällig in 30 Tagen. Also da ist jetzt nichts zum Thema Mahnwesen und so weiter. Dann führt das System die BWA mit, also im Augenblick logischerweise die Ausgabenseite, weil das wird die Einnahmenseite, weil die wird automatisch geführt, wenn er die Zahlung abbucht. Ja. Wenn ihr auch die Kostenseite mithaben wollt, dann erfasst ihr einfach die Belege, dann wird die BWA mitgeführt.
und so weiter. Ja, also am Tag der Zahlen gehen wir ein bisschen genauer hier aufs Cockpit ein. Wird alles für euch mitgeführt. Übersicht über die Firma, also Übersicht über den Verkaufsvorgang, Übersicht über den Kunden, Übersicht über die einzelnen Artikel, die der Kunde erhalten hat und Übersicht über die Firma. Alles automatisch mitgemacht. Alles wurde nur einmal angefasst. So schnell, dass ich nicht so schnell reden kann. Also ihr seht, wie schnell Tobi ist. Ja, ich kann es gar nicht so schnell erklären, wie ihr mit dem System arbeiten könnt. Okay, Cockpit schließen. Ja. So, jetzt gehen wir zurück. Also das sind die Übersichten, die erzeugt werden. Ja, so, das sehen wir hier nochmal. Das war das Artikel Leistung, das mit dem Bundle. Hier seht ihr nochmal die Bundle-Position, ihr seht alles dazu. Im CRM waren wir drin, hier genau da die Aufgabe von dem Mitarbeiter, das Cockpit, habt ihr jetzt auch schon mal gesehen.